Alzheimer gilt als unheilbare Alterskrankheit. In Deutschland sind derzeit 1,5 Millionen Menschen betroffen. Jährlich kommen etwa 200.000 neue Fälle dazu, bisher ohne jede Hoffnung auf Heilung. Doch jetzt bringt ein ganzheitliches Therapiekonzept den Durchbruch. Der promovierte Arzt und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls liefert mit seinem Buch Alzheimer ist heilbar, rechtzeitig zurück in ein gesundes Leben, die evolutionsbiologische Grundlage für einen überzeugenden Therapieansatz. Die Ursache von Alzheimer ist demnach nicht, dass wir älter werden, wie immer wieder behauptet wird, sondern wie. Alzheimer ist eine Zivilisationskrankheit wie Diabetes und Herzinfarkt und entsteht aus der Diskrepanz zwischen unseren biologischen Bedürfnissen und unserer modernen Lebensweise. Im Rahmen einer Studie der Universität von Kalifornien wurden durch das neue Therapieverfahren bereits mehrere Alzheimer-Patienten vollständig von der Erkrankung geheilt. Das ist eine medizinische Sensation. Entscheidend für das Verständnis von Alzheimer ist der Hippocampus. Das ist die Hirnregion, die für das Überführen unserer täglichen Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis verantwortlich ist. Im Hippocampus können lebenslang neue Hirnzellen gebildet werden, beim 92-Jährigen noch genauso gut wie beim 18-Jährigen. Die Zellbildung wird unmittelbar von hormonellen Botenstoffen, von Stress, Schlaf, Nahrungsmitteln und Mikronährstoffen beeinflusst. Ist die Neubildung von Hirnzellen gestört, wird der Hippocampus zum Ausgangsort für Alzheimer. Dabei gilt wie für sämtliches Wachstum das Gesetz des Minimums. Es wird durch die knappste Ressource limitiert. Nur wenn wir sämtliche Mängel beheben, können wir das Wachstum optimal anregen und Alzheimer verhindern. Nach dem Bestseller Die Alzheimer-Lüge – Die Wahrheit über eine vermeidbare Krankheit liefert Dr. Michael Nehls mit seinem neuen Buch Alzheimer ist heilbar einen ganzheitlichen Therapieplan, der nicht nur die Symptome bekämpft, sondern die tatsächlichen Ursachen von Alzheimer beseitigt. Mit seinem medizinisch und wissenschaftlich fundierten Behandlungskonzept können Sie den Ausbruch von Alzheimer nicht nur verhindern, Sie haben nun auch eine reelle Chance, diese vermeintlich unheilbare Krankheit rechtzeitig erkannt zu besiegen.